Da bin ich wieder, hat ein bisschen länger gedauert, weil es doch ein paar Schwierigkeiten hier gab. Vor allem habe ich mir mal den Stream angeguckt und habe festgestellt, dass leider der Stream mega gedeckt hat. Das ist ja einfach mal super scheiße. Ich fand das war echt eine geile Streaming-Session und dann leckt es einfach wie Sau. Was im Grunde, ich habe das verglichen mit dem alten, mit dem Screen von gestern. Und da trat das Problem nicht so auf, weswegen ich ganz fest davon ausging, dass das an dem Kamerasetup lag, deswegen jetzt ohne Facecam. Ja, ich kann nur hoffen, dass es morgen mit der Webcam, die kommt, besser sein wird. Ansonsten muss ich mal gucken, wie ich mein Equipment umdisponiere. Mein Rechner ist nämlich sehr schlecht. Und der kriegt das wohl nicht alles zusammen auf die Reihe. Mega ärgerlich, echt. Mega schade, aber nützt nichts. Drüber hinweg sehen. Dann habe ich jetzt gerade mein Switch-Setting nicht so hinbekommen, wie ich wollte. Und deswegen wird jetzt kein Dark Souls gespielt, sondern On to the End. Das gibt es im Game Pass gerade. Habe ich noch nicht angespielt, habe gar keine Ahnung von diesem Spiel. Es sah so ein bisschen aus wie Dark Souls in 2D. Obwohl, ich finde, wenn man was mit Dark Souls vergleicht, ist die Messlatte schon sehr hoch. So viel erwarte ich nicht. Ich werde sie mal anzocken. Ja, genau. Ich nenne mal eben den Titel. Okay. Okay, haben wir gleich. On to the end. Bin mal gespannt. Ich habe echt vorher auch noch nichts von diesem Spiel gehört. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Und das macht es natürlich auch ein bisschen spannend, würde ich sagen. Weil, ja. Kann Spiele halt auch immer nur einmal anzocken, ne? Ist so. Ist so. Schauen wir mal, was kommt. Informationen aktualisieren. Das haben wir getan. Sollte alles geil sein jetzt. Und dann springen wir direkt ins Game. Ach so, muss ich das mal gucken, muss ich das ja, muss ich. Einen Moment, ich muss das Kamerafenster da wegnehmen. Wo, wenn da kein Kamera ist, dann brauchen wir auch kein Kamera-Window. Da unten, das nervt ja einfach nur. Das wird ausgeblendet. So, sehr schön. Geil. Und jetzt kann es losgehen. Okay. Sieht so ein bisschen so aus, als könnte man direkt starten ohne Menü und alles. Aber nee, ich muss drücken zumindest. Ah, okay. Bisschen was vom Wikinger. Okay. Ich grapsche den Speer. Ich grapsche. Keine Ahnung was. Jupp, und das war's. Er läuft von alleine. Ich nehme mir noch einen Schluck Apfelschorle. Veröffentlicht von Big Sugar. Portiert von Stage Clear Studios. At the End ist anders. Vergiss deine Erwartungen und Vermutungen. Der Kampf ist gründlich durchdacht. Du kannst dein Schwert verlieren, dir können Vorräte ausgehen und du kannst verbluten. Erkennen, reagieren und ruhig bleiben ist überlebensnotwendig. Klingt schon mal spannend. Bisschen Survival, oder was?
Aber jetzt erwartet man halt auch schon viel, finde ich. Gucken. Okay. Sehr behäbige Steuerung. Kann rollen. Kann auch nicht angreifen. Kann rollen, so hüpfen und laufen. Das ist sehr behäbig. Es dauert schon ein paar Sekunden, einen Richtungswechsel zu machen. Geht das schneller, wenn ich. Ja, eine Rolle geht das schneller. Okay. Was wird uns erwarten? Oh, ein Triggeranfall schon. Oh. Oh. Okay. Okay, wow. Alien-Monster gelöst. Oh scheiße, ich bin so schlecht mit den Buttons. So, LB und L Trigger. Was heißt das? Ja. Habe ich das eben gemacht? Okay. Ja. RT. Ah, okay, zuschlagen auf X. Mal eine Kombo machen. Ah, ist wahrscheinlich schwerer Schlag mit Y. Und die Rolle, wir hatten schon. Auf L kann ich nehmen. Ach, das war der Dolch, den ich weggeworfen habe. Okay, wow. Ah, okay. Eine Fackel. Was hatte ich da noch? Leere Flasche, Knochendolch, Vorräte öffnen. Ist sie, um Blutung zu verlangsamen, an einer Feuerstelle kannst du daraus Elixier brauen. Einfach Holzstöcke, Haarlocke, geschenkt von einer von deiner Frau, lockig, dunkel, riecht schwach nach Rosmarin. Unterschiedlich große Tierknochen. Grobe Tierhäute. Okay. Interessant. Das ist die Fackel direkt wieder verloren. Okay. Oh. Was ist das? Kann ich das nehmen? Springen. Aha. Okay. Plündere Leichen, sammle Vorräte und interagiere mit Gegenständen und Tieren. Was war denn jetzt? Plündere Leichen? Würde ich hier mal. Achso. Habe ich nicht als Leiche erkannt. Hätte man aber durchaus erkennen können. Gut. Nee. Irgendwie kein Schnee, ne? Modder. Das ist noch eine Leiche. Looty loot loot. Okay. Wow. Was denn? Oh, wartet mal kurz. Mein Cam-Handy abschalten, damit das nicht rumnöt. So. Woran hätte ich das jetzt erkennen können? Achso, an diesem Gelöt oder was? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Auf geht's. Ah. Ah. Dass der richtige Weg war. Also. Man muss ja immer erst den falschen Weg gehen, ne? Bis hier.
Aber ich fürchte, das war der richtige. Oder ist hier zu. Ah, hier zu weit. Ach, jetzt bin ich hier oben. Okay. So schließt sich der Kreis. Da bin ich nämlich runtergefallen. Das ist schon mal interessant. Auf was von Dark Souls, diese in sich geschlossene Welt. Kann ich auch runterfallen? Ja. Einfach nur Nebengeräusche, ne? Das Brechen des Holzes. Hoch da. Bitte was? Lol. Was soll ich mit ihm machen? Soll ich den töten? Oh. Ich habe ihn getötet. Sorry. Oh, man kann mehrfach looten, oder was? Verprügel ich jetzt? Oh, was? Wen darf ich jetzt verprügeln? Niemanden? Ja, toll. Schon weggeworfen. Den nicht mehr. Was muss ich machen? Lol, ich komme nicht zurück raus. Ich habe doch keinen Dolch mehr. Das ist ja wohl nicht durchdacht. Den Dolch einfach weggeworfen und deswegen kann ich das jetzt nicht weitermachen hier. Das ist ja nicht so schlau, würde ich sagen. Das ist nicht so schlau. Ich komme hier nicht raus und komme nicht weiter, weil ich keinen Dolch mehr habe. Das müssen die doch verstehen. Das müsst ihr doch verstehen. Kann ich das jetzt nicht? Ach, come on. Nee. Ich drücke RB, aber ich habe nichts Dolch. Habe ich nichts. Ach, come on, ey. Ich kann doch nicht. Was soll ich tun? Ja. Ja, klasse. Wow. Spitze. Wirklich auch von ganz von Anfang? Wie unnötig. Na gut, dann ist das so, ne? Das kann man nichts ändern, kann man dann nichts. Okay, auf geht's. Mal von vorne. Wir sparen uns das Kampftraining, glaube ich, dieses Mal. Und dann mal schauen, ne, wo die Reise hinführt. Ach komm. Ach, wie blöd. Und es kann auch einfach sein, dass du im Spiel hängen bleibst, weil das Spiel nicht alle Eventualitäten bedacht hat.
Aber nun gut. Man wird dadurch ja nur schlauer, nicht wahr? So, auf geht's, auf die neue Reise. Mal schauen. Nein. Warum neige ich mal dazu, den rechten Button zu drücken und den RB-Button zu drücken? Gleich bitte dran denken. So, kann man hier was looten, ja? Achso, hier muss ich aber runter, ne? Ja. So, looti lootig. Nochmal? Ne. Noch mehr? Ne. Okay. Dann mal schauen. Dip, 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 deo, dip, dip, deo. Oh, da ist noch einer. Er wird auch schön leer gelootet, der Boy. Oder das Girl. Und ach, gut, das zeigt, wie viel ich gelernt habe. Ich habe aber auch noch gar keinen Energiebalken. Kommt der noch? Oder hat man keinen? Ist auch nochmal interessant. Rechts war die Abkürzung, genau. Hier muss ich jetzt den Typen. Muss ich den wirklich töten oder kann ich den jetzt einfach klauen? Ist auch nochmal so eine Frage. Eigentlich schien der ja nett zu sein. Ich finde es ein bisschen fies, den das Leben zu nehmen. Als Opfergabe lieber. Hui. Warte mal. Ging denn das? So. Dann mache ich da jetzt mal einen Kräutertrank hier. Mal gucken, ob ihm das hilft. Sehr schön. Kann ich ihm nicht geben. Ich habe den getötet beim ersten Mal. Ist ja voll schön, dass ich damit jetzt das nochmal anders lösen konnte. So, habe ich Vorräte, Kampftraining speichern jetzt. Ich glaube, ich bin der beste Kämpfer der Welt. Was ist da denn? Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Gut, jetzt haben wir den Schlüssel. Was ist das? Ist das eine Falle? Ach, das ist die Leiter. Okay. Nein, nicht runter. Nein, bitte nicht. Ah, gut. Hoppa. Kann man da looten? Ja, tatsächlich. Aha. Okay, das ist vielleicht da, wo das so leuchtet. Hier leuchtet es aber auch. Nee, okay. Das ist kein Indikator. Man muss einfach sehr genau gucken, vielleicht. Oder überall drücken. Da sind zum Beispiel wieder so Stücke, die hervorragen. Hier ist ein toter Dude. Das ist die kaputte Leiter. Und hier kommen wir wieder zum Eisblock. Flop. Ah, jetzt kann ich doch draufstehen. Interesting, interesting, interesting. So. Falls es übrigens immer noch leckt, hier und da. Schreibt mir das gerne in den Chat.
damit ich versuchen kann, was dagegen zu machen. Das ist ja nämlich einfach echt blöd. Das soll ja nicht sein. Das muss ja anscheinend auch nicht sein. Das hat ja gestern hervorragend geklappt. Nun, wie, was? Ach so, mein Dolch. Warte mal, wo habe ich meinen Dolch gelassen? Da. Da liegt er, oder? Ist das? Yep, geil. Geilheit vom Feinsten. So. Dann stecken wir da mal unser Ding rein, würde ich sagen. Nice. Okay. Es bleibt dunkel. Und die Musik wird bedrohlicher. Damn, damn. Oh, ich wollte gerade noch sagen. Ich wollte auch dahin. Ich hätte rollen müssen. Können, sollen, wollen. Ah, cool. Ich einfach. Geil. Wupp. Wie funktioniert. Ich verstehe das System nicht so ganz. Was passiert? Wodurch löse ich die aus? Sobald ich darauf komme, entspricht keiner Logik, oder? Es ist einfach nur, sobald ich da drauf komme, löst sie aus. Huch. Kann ich die kaputt schneiden? Nein. Kann doch schnell sein. Da muss ich rüberspringen. Oh Mann. Oh Mann, ich hab's geahnt. Das ist doch. Die Steuerung ist so behäbig und dann so Sprungpassagen sind immer total mein Freund. Ah, Mist. Na, komm. Mach. Was? Schaff ich's doch? What? Okay. 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 Sollen wir looten? Ja. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Okay. Oh, phew. Das wird nicht so ein gruseliges Spiel, ich bin echt nicht. Oh. Oh, geil. Das ging gut. Ich bin echt kein Freund von Gruselspielen, also Horrorspielen. Dann mache ich mir echt in die Hose bei. Es kann natürlich unterhaltsam sein, wenn ich dabei eine Cam an habe. Aber auch nur für alle anderen, nicht für mich. Wo kommen wir hier hin? Ich glaube, ist das der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Eigentlich sind Videospiele ja so konzipiert, also beziehungsweise Studien ergeben halt immer wieder, dass die meisten Leute erstmal nach rechts gehen. Und ich bilde mir ein. Oh Gott. Dass links deswegen meist die bessere Wahl ist. Allerdings weiß man halt auch nicht, ne? Also, die können natürlich auch damit spielen, dass bekannt ist, dass die meisten lieber nach rechts gehen und sich denken, ja, was die denken, denken wir uns schon lange. So oder so ähnlich. Autsch. Ich habe die Fallen noch nicht gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung, woran ich das erkenne. Sind das hier die Stöcke? Oder ist das da die kleine Pinöppel da am Boden? Nee, das ist einfach nur, ich glaube, lösen einfach aus, wenn ich da bin. Das finde ich irgendwie doof, dass ich das nicht vermeiden kann.
die auszulösen. Ziel ist es wahrscheinlich, dass ich dann da durchrolle, oder? Ja. Oh, ist jetzt hier richtig oder noch weiter runter erstmal? Na, schauen wir mal. Oh. Oh. Das ist komisch, keine Energie da ist zu haben. Weiß ich nicht, fühlt sich das immer wieder auf oder wie läuft das? Wie kann ich überhaupt trinken? Mach ich doch nochmal. Ach komm, ich mach nochmal das Kampftraining. Vorsichtshalber. So, jetzt bloß nicht RB drücken. Jetzt bin ich gleich wieder gefangen. Schwer ziehen. Rechter Stick will das auch. Ah, okay. Angriff. Tiefer Angriff. Hoher Angriff. Docken. Schulter. Ah, sind wir eine Frau für Rübe hauen aus. Hohes Blocken. Angriffe können hoch oder tief ausgeführt werden. Blocke diese hohen Angriffe. L hoch. Ah. Ah, okay. Aha. Roll sich am Gegner vorbei, damit er sich nicht bedrängt. Das ist ja interessant, ne? Achso, okay. Oh, wow. Krass. Das ist schon ganz schön komplex. Also, es klingt nicht so, aber das nachher in Action umzusetzen, ist schon ganz schön krass. Bei einer Finte zuckt der Gegner hoch oder runter. Zuckt er nach oben, dann greife ihn tief an. What? LT, linker Trigger plus Epsilon. Ah, das ist ja geil. Ach, das ist ja sau cool. Blocke Angriffsketten. Einige Gegner verketten hohe und tiefe Angriffe, richte deinen Block darauf aus. Ach, fuck. Ah, shit, Alter. Also, die Steuerung ist geil, weil es simpel ist. Ah, jetzt war sie gestunt oder was. Aber. Oh, ich bin nicht so gut da drin, so schnell zu reagieren, glaube ich. Oh, wow. Okay, warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz hier raus. Ich darf nicht, oh, ich darf jetzt nicht rollen. Okay. Achso, ich soll auch zuhauen, ne? Nee. Blockangriff kennen, um den Gegner abzulenken. Die Endposition des Angriffs bestimmt, wo als nächstes angreifbar ist. Endet er hoch, kontere tief. Falls ich jetzt endlich oben. Fuck. Okay. Puh. Shit, falsch. Na gut. Okay, gut. Wie geht's weiter? Das wird noch Spaß machen, glaube ich. Sprich, super schwierig werden. Schauen wir mal. War hier noch was? Wo, warte mal, wo war ich denn gerade? Bin von rechts gekommen, richtig? So.
machen. Stöcke. Also hier war nur das Bonfire. Da muss ich wohl hier runter. Habe ich bisher den komplett richtigen Weg genommen. Das muss ich mal sagen, erwähnen, mich selbst loben. Oh. Okay. Ah, ich gucke jetzt mal erstmal links. Ah, das sieht böse aus. Ich gucke erstmal rechts. Was ist das? Das aufheben? Nee. Gut, das kann ich aufheben. Knochen. Kräuter, okay. Sieht mir nicht nach Kräutern aus, aber gut. Der eine tut sich das in die Suppe, der andere das, ne? Muss jeder selber wissen. Da mische ich mich nicht in fremde Angelegenheiten ein. Okay, ich glaube, es geht hier schon Richtung Boss. Ich glaube, jetzt wird das Spiel anzeigen. So läuft der Hase hier. Das finde ich nicht gut. Was? Als Opfergabe. Knochen. Jetzt sieb oder? Oh, what? Hey, hör auf, what? Was? Okay. Meint ihr, ich soll mehr hinwerfen oder was soll das? Oder soll ich die mal wegschnetzeln? Bin mir nicht sicher. Ob ich es umgehen kann? Man denn da eigentlich, man sieht Stöcke. Auch vielleicht soll ich die Waffe weglegen. Ah. Ah. Okay. Ich habe alle Knochen eingelegt. Ach du Scheiße. Aber. Was mache ich denn dann jetzt? Also mit den Dudes kann ich handeln. Ah, hier geht's weiter. Ach so. Aha, so, okay, aha, so. Ah, schön, ich brauche wieder Knochen. Ich weiß noch nicht wofür, aber gar keine Knochen zu haben, finde ich irgendwie doof. Mit den Dudes kann ich da handeln. Komisch, ne? Ein paar haben mich angegriffen. Die Dudes handeln mit mir. Und die greifen mich wieder an. Oh, oh fuck. Ich bin... Oh Scheiße, ich sehe überhaupt nichts. Ich habe meine Fackel verloren. Oh shit. Oh, ich fliehe. Treffer gelandet. Ich habe noch einen Treffer gelandet. Wow. Ja, darf ich was machen, bitte? So, wie ist das mit den Trinken? Ich hab doch... Ah. War das jetzt gut oder war das nicht gut?
Okay, auf jeden Fall bin ich der krasseste Motherfucker, muss ich jetzt nochmal sagen. Ich habe die beiden im Dunkeln platt gemacht hier. Ich hätte gar keine Chance, ey. Leute. Gar keine Schnitte haben die gesehen. Yippie. Ich bin der geilste Rollmatz. Rollmops. Mopselroll. Okay. Ah, hier brauche ich wieder ein Steinchen. Habe ich nicht, ne? Okay. Also muss ich die wahrscheinlich entweder töten, die Dudes. Die beiden Spezies da hinten. Oder ich gebe denen nochmal ein Kraut. Aber die wollen, wenn die dann alle Kräuter nehmen, dann wäre das sehr unangenehm, finde ich. Das wäre sehr unschön, muss ich sagen. Oh, ich komme gleich zurück. Was? Nee, come on. Ach komm. Sag nicht, ich habe irgendwie wieder einen Fehler gemacht. Sein, dass ich hier nicht weiterkomme. Ach, wo bin ich denn her? Hm, ich weiß es nicht. Okay. Geilster Springer der Welt. Oh, 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 oh. Wenn die mich treffen, wollte ich gerade aussprechen. Okay. Wow. Wow, Flo. Wow. Richtig gute Leistung, dich zweimal von demselben Stein treffen zu lassen. Das kann man schon mal machen. Ist halt sehr uncool. Aber gut, cool kann jeder, würde ich sagen. Ne? Hüpf. Hüpf. Und hüpf. Fallen die auch noch random? Ich bin ja doch jetzt immer durchgekommen. Also zweimal. So ganz gerafft habe ich es dann offensichtlich noch nicht. Ach, ich kann ja, ich kann rollen, ne? Rollen bewahrt mich vor dem Schaden. Ich weiß noch nicht, warum das jetzt auf einmal so ist. Ist das random oder bin ich irgendwie langsamer? Ach komm. Ich mach die Fackel mal aus. Sonst verliert er sie nämlich immer. Gut, dafür kann ich dann nicht mehr richtig springen. Aber ich glaube beim. Verliert er die nicht beim Rollen? Nee, eigentlich nicht, oder? Weiß nicht genau. Ah, fuck. Aber ja, das sind Homing-Steine. Treffen einfach immer dahin, wo ich gerade bin. Also trifft mich in jedem Fall. Anscheinend. Ich muss halt im richtigen Moment rollen. Oder auch nicht. Das war doch. Hätte ich in die andere Richtung nochmal rollen sollen. Ja, wie man sieht, ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Das ist wie mit den Fallen auch ein bisschen. Bisschen merkwürdig. Nicht so gut, wenn man so ausgeliefert ist. Dieses Gefühl von ich kann es nicht wirklich beeinflussen. Gut, jetzt konnte ich
Ich muss halt wissen, wo der Stein kommt. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, vielleicht liegt es auch an meiner Reaktionsfähigkeit, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass der. Dass ich so viel Zeit habe, dass ich spontan hätte ausweichen können. Ach. Es irritiert mich halt so, dass die Steine so weit hinter mir fallen und der dann so weit vor mir, dass ich da direkt reinrolle. Aber wir schaffen das, wir schaffen das. Es wird besser. Also kann ich die doch jetzt einfach abwarten, vielleicht auch? Ah, okay. Es wird doch, es wird doch. So, wo sind wir nun angelangt? Im Dunkeln. Hui. Knochen? Knochen? Knochen. Knochen, Knochen, Knochen. Oh, was? Was? Warum? Habe ich so nicht so mit gerechnet. Manchmal sind die nett und manchmal gar nicht. Warte mal, wenn ich jetzt die Waffe wegnehme, sind sie dann auch böse? Oder beeinflusst das das Spiel? Sieht nicht so aus. Was? Wieso hat er seine Waffe verloren? Was bist du denn für einer, ey? Ja, klasse. Den muss ich blocken. Da geht es dann langsam los. Und da könnte ich dann auch scheitern, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal schauen. Waffe bleibt gehalten, gezogen. Ich gehe erstmal den linken machen. Kommt der? Er kommt. Fuck. Oh, fuck. Puh. Wir tasten uns an. Schritt für Schritt machen wir das. Nice. Fuck. Das ist gar nicht. Man muss gar nicht so schnell reagieren, aber. Puh, ich bin immer so nervös in solchen Situationen. Also so super nervös jetzt auch nicht, aber. Es fällt mir schon schwer, mich voll darauf zu konzentrieren. Wie ist das passiert? Nicht woanders. Ich glaube, ich muss ihn dreimal blocken, damit er gestunt ist. Das ist halt auch fies mit dem Licht. Das Licht bleibt halt da liegen, wo ich quasi meinen ersten Schlag mache. Ach, Kacke. Ah, unangenehm. Die Rücksetzpunkte sind halt Dinger, ne? Ich mute das jetzt auch erstmal. Das macht eigentlich auch keinen Sinn, ne? Wenn ich das mal schnell neu mache. Aber ich mach's jetzt einfach. Ich mach's jetzt einfach fertig. Bin ich. Ah, oh. Nein. Shit.
Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Alles ist cool. Ich fühle mich überhaupt nicht überfordert. Oh fuck. Zwei Schläge, ey. Das ist nicht viel. Ich würde das auch lieber mit dem rechten Stick machen, glaube ich. Das finde ich irgendwie schon cooler, glaube ich. Fuck. Ich mache den zweiten so schnell, das verkraft ich auch immer. Ah. Wow. Wow, wow, wow. Nein. Och, bitte. Oh, Scheiße. Oh, nö. Schissel. Schissel von meinem Nesselknüssel. Wow, so lange wie ich hier an diesem ersten herausfordernden, also einigermaßen herausfordernden Gegner sterben andere Leute bei Dark Souls Bossen. Oh Gott! Okay, jetzt aber mal wirklich konzentrieren. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Vielleicht konzentriere ich mich jetzt auch zu sehr aufs Blocken und sollte schneller nachwärmen. Der hält bestimmt gar nicht so viel aus. Damn it, das gibt's doch nicht. Warte mal, wenn ich hochhalte, er hält ja die ganze Zeit hoch. Ich kann auch ziemlich schnell wechseln. Es kann doch nicht so schwer sein. Was ist los in meinem Hirn drinne? Was ist los da, Digga? Warum kannst du nicht schnell wechseln? Und warum kannst du nicht... Warum verlierst du dein Schwert, Junge? Was ist los? Wie willst du kämpfen ohne dein Schwert? Was? Was ohne Schwert kämpfen? Was? Oh nein! Oh. Er verunsichert mich halt, wenn er dann doch wartet und dann weiß ich nicht hoch und dann links, rechts, oben schlecht und dann gerade wenn ich die Deckung wegnehme, dann haut er zu. Ja, nun, ich kann ja nur besser werden mit dir, ne, Junge? Wir können ja nur besser werden. Ach, Scheiße. Oh, Licht. Ach. Jo, das ist wirklich eine kleine Blamage, das muss ich zugeben. Aber so ist das nun mal, ne? So ist das mit schwierigen, unzugänglichen Spielen. Da muss man manchmal auch ein bisschen reinfuchsen. Ach, du Fickarsch. Du bist aber auf die Mütze. Oh, goddammit. Schon jemals so lange für diesen mittelmäßigen Kampf gebraucht? Ach, Leute. Ach, Leute, es wird ja nur noch schlechter.
Fuck. Scheiße. Kann ich den jetzt eigentlich schon... Der ist noch nicht da, ne? Oh, scheiße. Komm wirklich erst, wenn ich hier bin. Was ist das schon? Och, Leute. So, Hilfe. Gerade als ich die Deckung wegnehme einfach. Mann. Ist noch nicht so wirklich eine Lernkurve spürbar. Leider. Ich hab kein Schwert. Was? Nein! Oh. Hab ich das Schwert? Ja. Nee. Doch. Maßlos überfordert, kann man sagen. Maßlos überfordert. Scheiße, ich hab gedacht, er wäre gestunt. Ich hab gedacht, nach 3 Schlägen ist er gestunt. Nach 3 geblockten. Dem war leider nicht so. Aber Progress, könnte man sagen. Progress. Es hat sich was getan. Ich habe zum ersten Mal 3 Schläge hintereinander. Fuck. Ich hab... Ey. Kommentieren wir gar nicht. Nee, aber jetzt mal ehrlich, ich würde das jetzt schon gerne mal schaffen. Ich möchte hier nicht im ersten richtigen Kampf. Ich hab doch nicht runtergelenkt. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab mir in dem, also beim dritten Schlag habe ich mir gedacht, okay, er schlägt ja die ganze Zeit hoch. Und dann macht es doch keinen Sinn, dass er den vierten getroffen hat. Oder, also... Naja, ich weiß, ich muss ja irgendwas gemacht haben, aber... Logisch war das Ding auf jeden Fall nicht. Ach, scheiße Arsch. Aber ich habe es angekündigt, ich habe schon im Training gesagt, das wird meine Nemesis. Das ist nicht mein Ding. Ah, ich krieg nicht mal ein. Ich will doch nicht zu dem. Ich will doch gar nicht. Come on. Ist das scheiße. Ich mein Schwert schon wieder verloren? Wo ist es denn? Was ist denn? Ich hab kein Schwert. Hey, wie oft kann man sein Schwert verlieren in so einem Kampf? Zu oft. Das kann ich euch sagen. Zu oft. Das macht einen nämlich nicht unbedingt entspannter, wenn das Schwert die ganze Zeit... Alter, ich bin aber auch... Ich bin auch wirklich sehr gut da drin, in diesen Dude hineinzurollen. Also im Kampf nicht, aber in dem Hineinrollen in den Dude, da macht mir keiner was vor. Das kann ich einfach mal so sagen. Und schwupp. So. Ich hab doch hochgehalten. Ich habe wirklich nach oben gehalten. Ich weiß nicht, ob ich jedes Mal
Ist jetzt mal ein neuer Musterbein. Und wenn ich nach oben halte, hält er ja eigentlich auch nach oben. Puh, das macht es nicht angenehmer. Das Gefühl, nichts falsch gemacht zu haben. Unten wahrscheinlich? Ne, oben. Okay, ich muss jedes Mal wieder drücken. Okay. Fuck, der ist so schnell. Ich schaff's nicht, dann stich zu sitzen. Ach, fuck, ey. Ist das wirklich so schwer oder bin ich wirklich so schlecht? Bin ich wirklich so schlecht? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, man kann sagen, ich bin wirklich so schlecht. Weil, ach, das ist... Es ist nicht mehr gut zu reden. Das muss ich schon zugeben. Das kann man nicht mehr schön reden, was hier passiert. Ach, Scheiße, ich sehe auch nichts. Oh, die haben sich gegenseitig gekillt. Wo ist mein Schwert? Oh nein. Wo ist mein Schwert denn mal weg? Okay, ich muss definitiv jedes Mal wieder die Richtungseingabe machen, nach oben oder nach unten. Rebenschlag, den ich blocke. Da muss man schon ein ruhiges Händchen bewahren. Und das ist einfach nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow, das war einfach nur Glück. Ja. Oh, wow. Oh, wow, ich habe ihn tatsächlich getötet. 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 Das ist cool. Habe ich die Knochen da mitgenommen? Also die Knochen aus der Leiche, ja, aber auch die Knochen im Knochenhaufen? Nee. Wow, cool. Ja, cool. Cool. Was? Was war das? Hä? Was war das? Das wäre so bitter gewesen, wenn du da jetzt gestorben wärst. Muss ich mich heilen? Ich weiß nicht, wann ich mich heilen muss. Es ist ein bisschen blöd, das nicht zu wissen. Was sind das für Geräusche? Jetzt kommt dann einfach so ein Riesenboss. So ein... Bin ich gestorben gerade? Nee, oder? Oh, come on. Ach, come on, ey. Ja, jetzt weiß ich, wie es läuft.
Ich hab's jetzt drauf, Leute. Ich hab's jetzt richtig drauf, ey. Jetzt kann mir keiner mehr was. Ey, tatsächlich hat mich keiner von denen einmal getroffen. Also ich würde schon sagen, dass ich auch Glück hatte, aber es hat mich keiner auch nur einmal getroffen. Das ist schon geil. Das heißt, ich blute jetzt nicht. Das heißt, ich verblute jetzt nicht, richtig? Das war der Punkt gerade. Das war auch meine Befürchtung. Weswegen ich auch gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich mich heilen muss. Aber so habe ich es halt auch gemeint. Ich wusste nicht, ob ich mich heilen muss. Das heißt, wenn ich getroffen werde, muss ich mich heilen, weil ich sonst verblute, anscheinend. Das ist interessant. Das heißt, es war auch gar kein Monster, es war einfach nur mein Herzschlag. Oh, was ist das? Was ist das Geiles? Achso, das ist wieder ein Bonfeuer. Okay. Oh, geil. Cool, ich habe eine bessere Rüstung, anscheinend. Keine Wunden, Kampftraining. Ach so, das ist die ganze Zeit der gleiche Schlüssel. Ich habe irgendwie gedacht, man verbraucht den, weil er den ja da so raufgesteckt hat. Ich nicht das Gefühl hatte, dass er ihn wieder mitnimmt, aber anscheinend behalte ich den. Heute. Okay, mal gucken, wie die nächste Herausforderung aussehen wird. Ob ich die auch innerhalb von, ich weiß nicht, 20 Minuten gucken werde oder ob es dann wirklich einen Rage Quit gibt. Muss ich ehrlich sagen, ich war schon bisschen verunsichert und dachte mir, oh, ob ich das schaffe, ob ich aufgeben sollte. Wow, was? Was zur Hölle? Was muss ich denn jetzt machen? Hoch. Oh, das war richtig. Nee. Ich weiß nicht, ob ich nicht clever genug für dieses Spiel bin, aber solche Momente, wo ich das Gefühl habe, es ist einfach nur Trial and Error. Oh, ich hoffe, hier meine Kette. Meine Kette vertüdelt sich hier mit meinem Mikro. Ich hoffe, das hat keine Störgeräusche verursacht. Hat es wahrscheinlich. Ja. Das sind Momente, wo ich das Gefühl habe, kein Plan, was ich tun soll. Probier einfach aus. Ich meine, das ist natürlich der Vorteil. Oh, ich denke, das ist richtig, oder? Und sofort wieder einsteigen kann. Bringt das was oder nicht? Es hört sich so zum geilen Sound dabei. Als ob es wirklich was auslöst. Aber was anderes kann ich auch nicht machen, ne? Runterspringen ist nicht. Aber ich kann ja jetzt auch nicht erwarten, dass ich hier 35 Mal springe, oder? Ist das deren Intention? Ich meine, da habe ich eigentlich noch. Habe ich den weggewerfen? Cool, habe ich noch. Das habe ich mir gedacht, aber. Was genau soll ich da tun? Darüber springen ist ja unmöglich. Kaputt machen auch. Jetzt auch noch mit Schmackes darauf springen. Ist mir nicht gelungen, muss man ganz klar sagen. Noch ein Versuch. Ach, come on. Irgendwie springt er, wenn er springt, dann richtig, denkt er sich. Jetzt dann aber auch so weit ich kann. Also ist das wohl nicht die Lösung, oder? Ich würde gerne so ganz leicht rüberspringen. Was geht da? Was?
Ach. Ich muss ja hier lang, oder? Hier irgendwas machen? Nee. Ach so, ich habe gar nicht versucht. Ah, das ist ein Schalter. Ha. Okay. Gut, da muss ich zugeben, das war auch ein bisschen dämlich. Da hätte man drauf kommen können, Florian. Du hast ja nichts als Flaues im Kopf. Ja, schaffe ich das darüber? Oh, ja, yep, schaffe ich. Also das Design hat natürlich was, aber irgendwie hoffe ich auch, dass sich da nochmal was tut. Das ist schon auch sehr öde. Na, wenn der mal nicht abstürzt, wenn ich darauf gehe. Vielleicht sollte ich abstürzen. Ah. Nice. Hey. Hä? Ach, das ist wirklich ein fließender Übergang. Die Fackel noch mitnehmen. Shit. Wow. Ach so, ich wollte gerade sagen. Das ging zu schnell. Nicht mal die Chance hatte zu trinken. Was ist das? Oh, dass die Fackel immer fallen gelassen wird, ne? Das ist auch echt unangenehm. Ich dachte, das wäre ein Schalter oder sowas. Ein Hebel, aber ist es nicht. Gut, gehen wir weiter. Oh. Nächstes Lagerfeuer, okay. Was zum Reparieren auch noch. Krass. Knochenstöcker. Ach, die ergeben ein Elixier, ist das so? Habe ich vorhin schon mal überlegt. Ob den so gemeint ist. Okay. Dann hüpfen wir hier gleich mal runter. Gucken, was da unten so geht. Knochen von Jochen und Kräuter von Bräutern. Ja. Okay. Und Stöcke von Piet Klöcke oder dem Klöckner. Gut. Lassen wir das. Wie geht's weiter? Hier ist ein Hebel für den Fahrstuhl. Ach, dieses Fackel loslassen, das ist wirklich unangenehm. Ah, das ist ein anderer, ne? Das ist jetzt nicht mehr unser Schnödel. Sondern da brauchen wir einen anderen Pidödel. So, wo geht's hoch jetzt hier? Okay. Gucken. Mal gucken, wo es hingeht, wo wir hinfahren. Mal gucken, wo es hingeht. Lol. Achso, jetzt kann ich darüber springen. Ja, geil.
Ist der böse oder nicht? Nee, ne? Aber das klang ein bisschen böse. Ih. Okay, aber das ist machbar. Das ist super langsam. Super langsam kann ich gut. Was liegt denn da geil? Ach, da liegt der Stein. Der Schlüssel. Ah, shit. Zu unvorsichtig direkt beim zweiten Mal. Aber egal. Dreimal ist kein Mal oder so. Nö, wie schlecht. Okay, viermal ist nie mal. Na komm. Na komm. Ach, Scheiße. Also schon warten, bis er schlägt. Und dann hinter ihn rollen und ab in die Fersen. Ab in die Fersen. Ab in das Kniegelenk. Ab in die Fersen. Ach, Scheiße. Der erste Run war wieder der beste bislang. Ich will ja auch nochmal checken, wenn ich mein Schwert wegpacke. Vielleicht ist er ja doch lieb. No. Lol. Das war eher scheiße. Gut. Kein Problem. Komm, hau zweimal zu, oder was? Ach, was? Ist doch albern. Hat er beim ersten Mal nicht gemacht, oder? Bin ich vorbeigerollt und habe ihm eine gegeben und er hat gar nichts gemacht. Und jetzt meint er hier, mal hier zu zeigen, was er drauf hat. Ja, okay. Das war schlecht. Das gebe ich ja auch zu. Aber der erste. Ach, egal. Ich bin aber auch langsam. Bisschen angemüdet. Macht das hier auch nicht einfacher hier, die Schose. Nice hat er das gemacht. Einfach nur nice weggewämst. Ich würde schon gerne wissen, was hinter der Tür ist. Ist hier nichts? Ah, ich fällt gerade mal so auf für das Gebrüll, was man gehört hat. Ne? Weil das ist jetzt schon ein ziemlich kleines Monster, finde ich. Ich habe da irgendwie was Krasseres erwartet. Also nicht, dass ich mich beschweren möchte, aber irgendwie hätte ich schon gedacht, da kommt irgend so ein super, mega, überkrasses Monster. Oh, ich wollte mal Kräuter ausprobieren. Nee. Okay. Ludi, ludig. Ich loote mich blutig. Nein. Ab nach Hause ohne Pause. Dip, 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 Bonanza.
Ach, da, ich würde gucken. Das da, was ist das? Sieht doch aus wie, als wäre das was. Aber ich kann da nichts aufheben. Aber das sieht doch aus, als wäre das was. Kannst du mir doch sorgen, was du willst. Das sieht doch aus, als wäre das was. War das unten? Das war unten, ne? Oder? Ja? Nö? Ja? Vielleicht? Doch? Ich glaube schon. Schlong. Das ist jetzt auch ein guter Cliffhanger, direkt vor der Tür aufzuhören. Ne? Ah, aber tatsächlich, ehrlich zu sein, bin ich selber viel zu neugierig. Ich öffne jetzt diese Tür. Wahrscheinlich wird dahinter nichts sein, aber dann wissen wir es gemeinsam. Das ist der zweite von zwei Schlüsseln. Hast du da ein Feuer, wenn ich das richtig sehe? Mal gucken, wie an. Ach. Das haben wir schon verloren. Das ist schon gemerkt. Ich wollte gerade sagen, ich wurde noch nicht getroffen. Und dann werde ich getroffen. Scheiße, okay, das geht nicht. Was, es geht? Nee, es geht nicht. Oh, shit. Oh, fuck. Alter, wie oft du mich treffen muss. Oder darf. Schisse. Versuche ich das jetzt noch. Einmal möchte ich es mir jetzt noch beweisen, dass ich besser geworden bin. Also ich finde, man merkt schon, dass es schnell besser geworden ist. Vier wollen. Fuck. Oh, der sieht vier aus. Shit. Das ist halt auch ein ganz anderer Gegner jetzt, ne? Der hat eine andere Waffe. Ganz andere Angriffspattern. Nix. Ich habe natürlich mal wieder mein Schwert klingen lassen, geil. Und ich wurde einmal getroffen. Nein. Habe ich mein Schwert jetzt oder nicht? Aber diese Dunkelheit macht mich echt ein bisschen kirrig. Oh, Scheiße. Nee, ey, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Ich möchte die nächste Session hier dieses Spiels nicht mit so einem Scheiß beginnen. Mit so dem Gefühl von, oh, ich sehe einfach schon wieder nichts. Ich muss erst den vor mir platt machen, glaube ich. Muss ich nicht. Ich kann auch einfach mal Fackeln nehmen. Das wäre auch schon geil. Weil ein bisschen beleuchtet ist der Anfang. Aber das war jetzt einfach eben richtig scheiße. Ach komm, ey. Ach. Ich,
Er nimmt sie mit der Rolle auf und lässt sie in der Rolle fangen. Was soll denn das? Na ja, geil, trifft er ja mal selber. Viel in Ordnung. Ach, diese scheiß Waffe von mir, ey. Das fuckt mich ja sowas von ab. Fuck. Oh, ich lebe noch. Dunkelheit ist irgendwie ein blöder Faktor, finde ich. Also es ist ja auch so fordernd, aber dieses Dunkelheit macht es einfach fast ein bisschen unfair. Kannst du auch schon wieder knicken, ey. Oh, ich hab schon wieder kein Schwert. Was war das denn? Lol. Ich hab die ganze Zeit mit meinem Schwert hinterher. Ich hab gescheuert. Aber ich kann schon viel mehr aushalten. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Dass man das auch direkt spürt, dass man seine Rüstung aufgewertet hat. Come on, ey. In der Rolle trifft er mich, oder was? Ich kann ihn nicht blocken mit dem Schlag. Okay. Warum? Okay, ich habe mich verstanden, warum er sich nicht bewegt hat gerade. Also diesen Sprungangriff kann ich nicht blocken. Kann ich auch so einen Sprungangriff machen? Wenn er springt, dann darf er auch nichts. Kann sich nichts mehr an. Das sieht mir sehr schlecht aus, muss ich sagen. Ja. Wenn er springt, muss ich auch noch weg. Das kann ich nicht abwehren, da kann ich herrollen. Aber er trifft mich dann, wenn ich ihn treffe. Bei den anderen, wenn ich ihn da treffe, dann stun ich ihn so ein bisschen. Und schütze mich dadurch. Aber bei dem Sprung, da bin ich am Arsch. Da bin ich einfach im Arsch, du. Du kannst nichts machen. Ist ja auch so weit rollt, ne? Das ist echt unangenehm. Komm mal. Der erste war gar nicht schlecht. Und jetzt. Nur noch Grütze hier, was ich hier veranstalte. Das ist einfach nur noch Grütz, du. Grützwurst. Scheiße. Ich muss jetzt einen Arsch zum Rücken zu haben. Aber.
halt rolle ich gegen irgendwelche Dudes gegen und verliere mein Schwert und oh, es ist anstrengend, es ist sehr anstrengend. Es ist einfach, ich habe schon den Angriffsmove gedrückt, wenn klar ist, dass er springt. Also ich kann dann einfach nichts mehr machen. Das ist einfach richtig unnötig, dass ich keine Chance mehr habe zu reagieren, in dem Moment, wo klar ist, okay, mach die Sprungattacke, sprich, ich sollte auf keinen Fall angreifen. Dann habe ich leider schon angegriffen. Vielleicht sollte ich sie ein bisschen mehr aufeinander hetzen. Ist das eine Option? Eigentlich will ich nur schnell die Spackos loswerden. Ach, bitte, ey. Das meine. Dann vorbeirollen bringt halt auch nichts. Weil er zu weit rollt. Einfach. Jetzt habe ich wieder kein Schwert, ey. Das ist so bescheuert. Wow, wie habe ich das gemacht? Einmal getroffen, als er den Sprung gemacht hat und konnte es trotzdem noch wegrollen. Das war nicht schlecht. Aber das war, glaube ich, auch sehr viel Glück einfach nur. Warum wollte er jetzt immer weg? Dieses Scheißschwert von ihm. Zweimal das Schwert verloren, ohne einen Treffer gemacht zu haben. Unangenehm, einfach unangenehm. Wo hab ich denn jetzt mein Schwert verloren? Ich hab... Was? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich gerade nicht. Ach komm. Ich hab schon wieder verloren. Ich hoffe es nicht. Da ist es. Oh Gott. Wenn jeder Kampf hier so abläuft, dann werde ich das nicht lange durchhalten, glaube ich. Yeah.
Scheiße! Tatsächlich getroffen. Ach, bitte. Und mein Schwert ist weg. Ach, komm. Echt hart, dass man sich nicht zwischenzeitlich heilen kann. Och, bitte. Wie? Ich konnte noch nicht mal aufstehen. Da hat er mich schon zweimal getroffen. Also schon ein zweites Mal, meine ich. Okay, jetzt nochmal Fokus. Kompletter Fokus. Fokus Flow, Fokus Flow, Fokus Flow, im Fokus Flow. Auch nicht sehen, ist scheißegal, ja, das geht nicht auch. Egal, dass wir von denen jetzt eigentlich mit treffen können. Scheiße. Boah, siehst du, da trifft er mich zweimal. Also es trifft mich ein zweites Mal, während ich am Boden liege. Das ist schon hart. Von drei Treffern, die ich getroffen werden darf, haut er mir einfach zwei rein, ohne dass ich den zweiten abwenden kann. Das ist schon ein bisschen arschig. Nein, das war doof. Okay, das war wirklich dumm. Scheiße, einfach scheiße. Einfach. Ach, ich lebe noch. Shit. Ich dachte, ich kann nur drei Treffer ab. Mal eben gucken. Tiefer Angriff, ducken, springen, drücken, schwätzen, blocken, tief, bla, blub, rempeln. Rempeln habe ich auch noch nicht gemacht. Schulterrempeln. Bringt das was? Kein Schwert. Ach, immer dieser scheiß Sprungangriff, Mann. Okay, aber Rempeln hat sich jetzt nicht als hilfreich erwiesen. Das war schon mal geil. Das war schon mal scheiße. Ich habe kein Schwert, obwohl ich mich bemüht habe, es aufzuheben. Habe ich es jetzt? Ja. Fuck.
Okay. Was soll ich sagen? Das war eigentlich sehr einfach. Das war eigentlich sehr einfach. Ich hatte keinen Bock auf Parieren, weil ich mir dachte, nee, es ist nicht meine Stärke, offensichtlich, aber das war sehr einfach. Das war sehr einfach. Wo ist denn der andere Dude? Wo hab ich den denn gekillt? Ja. Was ist der? Nee. Doch, muss ja. Boah, dieser Controller ist übrigens so laut, ne? Ich hoffe, man hört sie nicht die ganze Zeit schon, wenn ich hier am Looten bin. Manchmal drücke ich hier halt tausendmal. So, eigentlich wollte ich aufhören, aber ich dachte jetzt auch. Was war das denn? So. Ich dachte eigentlich auch, jetzt kommt auf jeden Fall ein Bonfire. Dem ist scheinbar nicht so. Jetzt ist die Frage, wie weit laufe ich jetzt hier noch? Aber es war noch ein schönes Erfolgserlebnis, jetzt zu merken, dass es eigentlich ganz easy war. So, ist das eine Falle oder was ist das? Oh. Okay. Oh. Okay. Gut, ich werde kein Ende finden. Doch irgendwas passiert jetzt bestimmt. Und dann ist ein guter Zeitpunkt, ein Ende zu finden. Oder ich komme raus. Das wäre krass. Oh, krass. Krass, ich bin aber draußen. Abgefahren. Ja, cool. Wenn jetzt ein kompletter Szenewechsel passiert, das wäre schon ziemlich cool. Das würde ich feiern. Leder. Kräuter. Oh. Oh. Okay, der war wieder schnell zu gehen. Komm, den will ich jetzt. Ich will es mir jetzt noch einmal beweisen und dann ist es über Schluss, wenn es jetzt schon wieder weitergeht. Ist schon nicht ganz so einfach. Also der ist schon. Der deutet halt so ein bisschen an, habe ich das Gefühl. Ich kann auch offensiver spielen. Ich bin noch nicht so richtig drin. Oh fuck. Wenn man jetzt offensiv, wenn man defensiv irgendwie. Ich habe das Gefühl, die blocken alles, was ich schlage. Egal, ob ich oben oder unten schlage. Und das schadet mir mehr. Das war jetzt zum Beispiel scheiße. Ja, okay, also ich merke, man muss jeden Gegner wirklich neu lernen. Weil der hat zwar, ja, der hat auch nur eine ähnliche Waffe, der hat nicht dasselbe. Aber der ist schon wieder viel schneller als der eben. Oh, fuck. Ich weiß gar nicht, ist das der von vorher? Das kann sein, ne? Aber der vorher hat halt. Nee, der hat langsamer geschlagen, bin ich der Meinung. Aus irgendeinem Grund denke ich immer, der wechselt. Ich reagiere dann nicht auf seinen Angriff, sondern ich denke einfach, oh, jetzt kommt bestimmt von unten. Ich wollte nur einmal schlagen.
zweite Schlag, vor allem selbst wenn ich gedrückt habe, kam mir sehr verzögert. Blute jetzt wahrscheinlich wieder, oder? Ich hätte halt gerne einen Bonfire, muss ich ganz ehrlich sagen. Blute ich jetzt, oder? Sieht schon danach aus, ne? Ich warte trotzdem noch kurz ab. Vielleicht finde ich jetzt schnell einen Bonfire. Okay, mache ich jetzt hier Schluss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann folgt meinem Kanal ganz gerne. Nichts als Flausen im Kopf, könnte man noch dazu sagen. Ich glaube, das beschreibt mich und den Kanal ganz gut. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob das nächste Mal hiermit sein wird. Vielleicht mache ich auch Dark Souls auf meiner Switch klar. Oder wir spielen ein bisschen The Walking Dead weiter. Bleibt gespannt. Bleibt munter und gut drauf und habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüssen. Oh, ich bin sehr gut vorbereitet. Ich sage tschüssen und merke, ach, ich muss ja erstmal in mein Stream Deck gehen und es da beenden. Aber jetzt bin ich raus. Ciao.